Für die AfD-Fraktion der Kollege Leif-Erik Holm. Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren und Herr Minister Scheuer, saubere Luft als Exportschlager, das ist mal eine Ansage. Da sind wir gespannt auf die Ergebnisse und das bei den hohen Leistungsbilanzüberschüssen, die wir schon haben. Na, mal gucken. Ja, Sie haben sehr viel über das Thema Diesel gesprochen, ein wichtiges Thema. Dazu wird sich mein Kollege Dirk Spaniel auch noch auslassen. Ich selber möchte über ein Thema sprechen, was Sie nur sehr, sehr kurz angerissen haben, nämlich über unsere Infrastruktur, die ja schon seit Jahren immer mehr brach liegt. Sie lassen es beim Erhalt schleifen, Neubauten kommen nicht aus dem Knick und Fehlplanungen reihen sich auf wie an einer Perlenschnur. Ein Blick in meine Heimat Mecklenburg-Vorpommern reicht. Ja, es ist so. Bei uns ist es ja so, dass wir wegen der tollen Infrastruktur einen aufstrebenden Lufttourismus haben. Da werden nämlich jetzt ganz besondere Hubschrauber-Rundflüge angeboten, nicht nur über die schönen Ostseeinseln, sondern auch zur A20, die gerade im Moor versinkt. Zitat des Fluganbieters: Fliegen Sie mit uns auf kürzestem Weg nach Triebsees, um das rasant wachsende Loch in der Küstenautobahn A20 aus der Vogelperspektive zu beobachten. Das ist Deutschland 2018. Dieses Land, dem in der Welt immer noch der Ruf der Organisiertheit und der perfekten Infrastruktur vorauseilt, ist längst dabei, die eigenen Wettbewerbsvorteile zu verspielen. Fast die Hälfte aller Bundesstraßenbrücken befindet sich in gerade noch ausreichendem oder schon in sehr kritischem Zustand. Hören Sie doch zu, Herr Ex-Minister. In einer Befragung von Unternehmen beklagen fast zwei Drittel, dass ihre Geschäftsabläufe durch die schlechte Straßeninfrastruktur beeinträchtigt sind. Laut McKinsey hat Deutschland im Infrastrukturbereich die niedrigste Investitionsquote aller G20-Staaten. Und das alles kommt eben nicht über Nacht. Es ist kein Meteorit eingeschlagen und uns hat auch kein Erdbeben durchgeschüttelt. Der Erhalt unserer Verkehrsinfrastruktur ist eigentlich planbar. Es ist Ihre falsche Politik, die zu diesem atemberaubenden Sanierungsstau geführt hat. Gehen Sie den endlich ernsthaft an. Aber vielleicht, es kommt noch besser, vielleicht denke ich ja auch falsch. Vielleicht brauchen wir in Zukunft gar keine ordentlichen Straßen und Schienenwege mehr, wo wir nun bald auch Flugtaxis bekommen sollen. Wir bekommen Flugtaxis. Ich frage mich nur, von welchem Flughafen die abheben sollen. Vom BER wird es wohl nicht der Fall sein. Das ist der nächste Aberwitz. Deutschland schafft es nicht, den neuen Hauptstadt-Airport betriebsfähig zu bekommen. Aktueller Stand, wir hängen 8 Jahre hinter dem Plan. Und ein Lufthansa-Vorstand unkt, man müsste den Flughafen eigentlich abreißen. Und da reiht sich auch der Bahnhof Stuttgart 21 ein. Eine ebenso unendliche Geschichte wie der BER. Termine werden nicht gehalten, die Kosten für die Steuerzahler vervielfachen sich. Es ist wirklich ein Witz. Anderswo funktioniert es. Die Schweizer sind mit dem Gotthard-Basistunnel statt 2017 schon 2016 fertig geworden und die Kosten sind im Rahmen geblieben. Vielleicht schickt ja mal die Bundesregierung den neuen Verkehrsminister zum Hospitieren zu den Eidgenossen. Oder so. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass krasse Fehlplanungen mit exorbitanten Preissteigerungen, Schlampereien und unverantwortlich Handeln minimiert werden. Und dazu brauchen wir eben klare Vereinbarungen und Verantwortlichkeiten. Und darum sind wir als AfD auch dafür, dass ein Straftatbestand der Steuergeldverschwendung eingeführt wird. Ein Wort noch zu unserer digitalen Infrastruktur. Jetzt kommt ja der Merkel'sche Masterplan, also der nächste Masterplan, nachdem es 2018 mit dem Plan nicht geklappt hat. Neuer Plan, neues Glück. Wer soll Ihnen das noch glauben, dass Sie jetzt wirklich ernst machen? Ich kann Ihnen ein Beispiel nicht ersparen. Das kleine Estland, ehemals armes, kleines osteuropäisches Land, hat heute eine Breitbandabdeckung von 75%. In Deutschland surfen sage und schreibe 1,6% der Bürger mit Gigabitnetz. Das ist wirklich Entwicklungslandniveau, meine Damen und Herren. Land für Land zieht an uns vorbei. Da muss mehr Tempo rein und die 10 avisierten Milliarden reichen da ganz sicher nicht aus. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, 46 Milliarden Euro will die neue Regierung mehr verteilen, davon aber viel zu wenig im investiven Bereich. Und da liegt unser Problem. Deutschland fällt zurück. Wir brauchen mehr Investitionen, eine schnellere Planung und weniger Verschwendung von wertvollen Ressourcen. Handeln Sie endlich, sonst ist der Wohlstandszug für unsere Kinder und Enkel irgendwann abgefahren. Wenn er denn noch abfahren kann, denn meistens sind ja die Weichen eingefroren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Holm. Ich war deshalb so langmütig, weil ich über Ihre Aussage nachgedacht habe, dass Flugtaxis
Flughäfen brauchen. Das widerspricht eigentlich dem Konzept, sonst wäre die Verbindung schlecht. Aber ansonsten hat als nächstes der Kollege Sören Barthold von der SPD-Fraktion das Wort.